Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 3. Nee, 3 noch nicht, wir sind noch in der 2, aber mit den mächtigen Beastmans, mit den Tiermenschen, geht es weiter mit Taurox, dem Messingbullen. Und ich bin gerade am Überlegen, wie wir denn weitergehen oder was wir machen. Ich würde sagen, wir laufen erstmal den ganzen Weg hier ein Ticken zurück. Das darfst du auch schnell machen. Und werden dann hier schon mal das Bestienloch ausbauen. Denn das ist etwas, das habe ich gar nicht, ehrlich gesagt, drauf geachtet, dass wir nämlich so viel Schrecken die Runde kriegen. Und die Effekte von dissonanten Angriff ja, halten länger und entfernen, solange diese anhält, feindliche Ansturmabwehrenattribute. Also der dissonante Angriff verwendet bei Angriffen zu Beginn der Schlacht vorübergehend Strafen für die Führerschaft und die Nahkampfabwehr der feindlichen Armee. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Das ist ja richtig gut. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir den Hügel der Klingen? Hier kriegen wir eine Armeefähigkeit vom Mond berührt, was mir gar nichts sagt. Und hier haben wir die wertlose Entropie und erhöhte Chaoskorruption. Das finde ich jetzt nicht so mega. Wir könnten auch natürlich unsere Armeen vergrößern mit Grindalak und mit mehr Gorgoren. Aber ich mag eher die passiven Effekte und deswegen werden wir hier dann schon mal bei ihm ein bisschen weiterbauen. Bei Khazarak ist ja noch alles beim Alten. Das sieht auch sehr gut aus. Hier könnten wir den Fleischvorrat bauen, wenn wir das Interesse hätten. Ich bin gerade am Überlegen. Wir könnten aber auch hier erstmal das Geld sparen. Obwohl, bauen. So, und dann geht das noch gut, ne? Ja. Oh, ja. Bordello aus... Achso, Armee aus. Nee, Armee, Mittel, Helden aus. Die Helden sind irgendwann auch mal wichtig, aber... Also... Schatzkammer wird leerer, mein Herr. Ja, keine Sorge, das machen wir schon. Herausforderung abgeschlossen, sehr schön. Chaoskorruption. Also das mit den Helden ist halt so eine Sache für sich. Bin ich ganz ehrlich, weil... Bei so vielen Spielstunden, wie wir sie schon geleistet haben, muss man ja auch dazu sagen, dass wir uns doch schon einigermaßen auskennen. Wir werden die Vorhutsaufstellung für Minotauren sofort erforschen, weil ich finde, das geht schon in die Abteilung pervers. Muss man dazu sagen. Das ist wirklich unangenehm. Mehr Chaos-Korruption. So, und dann geht es hier einmal rüber. Da wollen wir hin. Dann werden wir hier drüben die Ecke noch abreißen und uns ein bisschen Gold holen. In der Zeit können wir ja mal eben gucken. Ja, ich denke mal, den nächsten Herdenstein, den können wir hier irgendwo hinsetzen, damit wir die benachbarten Gebiete und Co. dann uns holen können. Also Minotauren mit Vorhutsaufstellung, damit die einen ganz kurzen Weg haben, damit sie direkt natürlich in der Schlacht landen, das ist böse. Das ist wirklich böse. Die Plattnasen wurden vernichtet. Ja, nicht unser Problem. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Aufeinanderfolgende Runden in feindlichen Regionen verbracht. Das ist nett. Kampagnensichtfeld ist auch sehr nett. Dann werden wir hier natürlich hier schon mal einfallen. Wir haben kaum Verluste, kriegen dafür 5000 Gold. Und werden selbstverständlich dann zum Altar der absoluten Finsternis reisen und einmal dann nach oben nach
Dakraks Ende. Zuvor werden wir aber noch den Menschenschmaus mitnehmen. Du bist jetzt Stufe 21. Das ist halt. Heieieiei. Die Helden, die sind, die werden langsam, aber sicher werden die richtig stark. Ne? Die werden richtig stark. So, die Frage ist ja, wenn wir mal eben kurz hier reingehen. Einheiten rekrutieren. Zeig mir doch mal bitte die Minotauren. Die müssten wir aufwerten. Richtig? Minotauren mit Schilden und Minotaure. Also Minotaure mit Schilde finde ich persönlich sind die besten. Zweihandwaffen ist auch okay. Wir nehmen mal zwei dazu. Weil wir werden jetzt, so sehr ich sie auch gefeiert habe, ich gebe es ehrlich zu, uns von den Ogern trennen. Und einfach zwei Minotauren mit Schilden mit dazu nehmen, weil es eh die Minotaurus-Armee ist und jedes Regiment an Minotauren hier drin sorgt für Verwüstung und Zerstörung. Von daher, das ist kein großes Problem. Du nimmst bitte Kampftraining mit. Achso, ihr hattet jetzt auch ein Level-Up, das ist nett. Truppen auffüllen, jawohl. 1500 Raubwert kann sich sehen lassen, ne? Also. Oh, hallo Malekith. Taurox reißt dir den Kopf ab. Du willst ein Friedensabkommen und Geld? Ha, nee. Tut mir leid, auf keinen Fall. Das machen wir nicht mit. Ja, bitte. Du willst Frieden? Zahlst du uns denn auch etwas dafür? Wie viel zahlst du uns denn? Also, da muss schon was sein. Gut. Vielleicht verdientes Geld. Endlose Horden, richtig. Ja. Oh, Frieden verhandelt. Bestialischer Zorn minus 1 durch friedliche Diplomatie. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Unheilige Zähigkeit. Ja. Und der Schamane nimmt Instinkte wecken mit. Ja, haben wir das schon mal. Kannst aber direkt stehen bleiben, weiter plündern. Tu das, was du magst. Der Altar der absoluten Finsternis. Komm mal ran, wir kommen ran und zack, weg damit. Kurzen Prozess, 6000 Gold. Legendäre Söldnerregiment freigeschaltet. Wir kriegen der blutbestigen Gigant. Es ist ein Gorgor. Eine solch gefräßiger Appetit ist niemals vollends gestillt. Wir haben in der Armee hier schon einen. Ich glaube auch nicht, dass wir zwei brauchen. So, unheilige Zähigkeit nehmen wir auch bei dir mit. Du hattest jetzt, soweit ich weiß, alles Wichtige, ne? Dann nehmen wir den starken Buff mit, der 26 Sekunden hält. Fangen wir schon mal an. Und bei dir werden wir dann die Nahkampfabwehr steigern. Du gehst wieder hier Überfallstellung und wirst weiterreisen. Das sieht soweit ganz gut aus. Was macht die Anzeige? Ja, müssen wir mal gucken. Das war, ne? Weiter, tüchtig, niederreißen, plündern und dann schauen wir mal, was uns hier im Osten erwartet. Aber, junges Fräulein, wo wollen Sie denn dahin? Kult der Sinnesfreuden hat sich auch eine schwarze Arche organisiert. Okay. So, einmal nach oben. Jawohl. Kriegen wir wieder Erfahrungspunkte. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht... trenne ich mal bitte von einem Bogenschützen. Hol dir mal bitte die Blutbestie.
Eieiei, Skalierungsschaden. Erstmal rekrutierst du die bitte. Was ist denn Skalierungsschaden? Der Schaden durch diese Einheit wird entsprechend der Anzahl der Trefferpunkte, die das Ziel verloren hat, erhöht. Und dann ist es gegen große Bestien. Das heißt, je schwächer die große Bestie ist, desto mächtiger sind wir. Na gut, wir werden dir den Krieg erklären, weil du bist in Marschstellung. Bordelot kann gerne mitkommen. Und genau das habe ich mir schon gedacht, ne? Dass das überhaupt kein Thema wird. Oh, 12 Punkte hin oder her, Aufstellung starten. Ich möchte gerne unsere schönen neuen Einheiten mir ein bisschen näher angucken. So, da haben wir erstmal die böse rote Milka-Kuh. Schön, okay. Oh, das Ding sieht ja mal mächtig aus. Der Grindalack. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Aber ein Grindalack, so heißt es. Hast du besondere Fähigkeiten? Nein, du auch nicht. Aber ich glaube, ihr seid echt hässlich im Nahkampf, wenn ich das mal so sagen darf. So, der Schamane kommt ganz nach vorne. Die Helden kommen schon mal hier nach vorne. Ihr werdet euch nämlich direkt um den Paladin und um die Feenzauberin kümmern. Alles andere, wir müssen mal schauen. Wir brauchen einen Speerträger. Richtig. Dann werden wir mal gucken, dass wir euch hier aufstellen, wenn es geht. Zack, jawohl. Ihr seid schon mal die Eins. Das sind Ritter des Königs und fahrende Ritter. Er hat noch ein paar Bogenschützen da. Wir werden euch erstmal verstecken. Die Harpien werden wir hier drüben lassen. Euch werden wir hier stehen lassen, wo wir gerade sind. Und habt dann freie Bahn. Und ich denke mal, euch werden wir hier mit in den Kampf rufen, wenn es dann darum geht, den Feind zu zerschlagen. So, wir werden das Gefecht eben kurz starten. Und natürlich auch, wenn es ein Hinterhalt ist, die Pausetaste anwenden. Denn wir müssen auf jeden Fall die Feenzauberin kleinkriegen. Ne? Das ist ja erstmal so das Wichtigste. Wir werden die Speerträger hier reinschicken. Wir werden den Giganten in die Ritter des Königs schicken und dich in die fahrenden Ritter. Ihr werdet bitte einmal rumlaufen. Und dann ist das eigentlich schon quasi gesehen ein Selbstläufer. Denn das, was jetzt hier natürlich aufeinander preschen wird, das wird böse, böse wehtun. Nicht für uns. Ja, wir haben ein paar Zauber, aber wen interessiert das denn? Und dann gucken wir mal, was so passiert. Denn mit den Harpien werden wir so schnell es geht natürlich auch einmal drüber laufen. Und dann werden wir mit den Pferden da auch reingehen. Und die Harpien kümmern sich nämlich netterweise dann hier noch um die Einheiten. Oh, wie schön, wie er auch mit dem Schwanz dann zuhaut. Und dann sollte das eigentlich rein theoretisch ziemlich schnell vonstatten gehen hier, oder? Der Paladin läuft gerade weg. Er ist von der Furcht gepackt. So, Harpien. Schön bitte dranbleiben. Der feindliche Kommandant ist verwundet. Dann geht ihr bitte alle zusammen auf den Paladin. Ihr nicht. Ihr geht bitte mit hier in die Landsknechte rein. Und ich glaube, dann war es das schon. Es war ein Hinterhaltsangriff. Wir waren in Marschstellung. Das heißt, sie können definitiv nicht fliehen. Es wäre mir unerklärlich, wie sie es schaffen könnten. Und dann war es das schon. Es ist wie mit den Skaven. Ich liebe einfach den Hinterhalt. Es ist so eine mächtige Kampagnenfunktion.
So, ein entscheidender Sieg. Wir kriegen natürlich fast 3000 Gunst oder Gold in dem Sinne. Erfahrung werden unsere Einheiten heilen. Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Und wir bekommen Verlustverstärkungsrate plus 10%, weil wir die Feenzauberin über den Jordan geschickt haben. Das ist sehr schön. So, Plünderstellung. Wieder einmal zurück. Marsch. Rang 10. Ich hätte gerne den Blitzschlag. Ich danke dir. Das ist nämlich jetzt ein riesengroßer Unterschied. So finde ich es zumindest. Du nimmst Klingenmeister. Du nimmst bitte Instinkte wecken. Verbessert mit. Denn jetzt dürfen wir mit der Armee selbst entscheiden, gegen wen wir kämpfen möchten und gegen wen nicht. Ne? Das ist das Entscheidende daran. Das finde ich so super. Falls uns zwei Armeen gleichzeitig angreifen sollten. Im Nachhinein muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt klug gewesen ist, dass wir hier das Ritual so früh ausgeführt haben, weil Nagorond hätte wahrscheinlich in der Zeit hier wieder ein paar Gebäude zurückerobert. Angreifen tun sie ja uns nicht. Ich glaube, dafür ist einfach die Garnisonsgröße auch zu mächtig. Also da müsste schon eine dicke Armee kommen, ne, um die da aufzuhalten. Aber wollen wir uns nicht beschweren, es sieht gut für uns aus. Eine Mission hat... Ja. Also wir sollen K&K, der Schmiedebund oder die 1000 Schlunde sollen wir angreifen. Und dann kriegen wir Mutant mit feindlicher Führerschaft lokaler Regionen. Nee, weiß ich nicht, ob wir es machen. Wir werden geplündert. Achso, wir selbst plündern uns. Ich wollte gerade sagen. Mission fehlgeschlagen, ist nicht schlimm. Aufgabe erteilt, bewegt deinen Charakter in die folgende Provinz Ostland. Ja, da müssen wir mal gucken, wann war das oder wie wir das machen. Wir bleiben erstmal bei Taurox. Taurox wird natürlich den Dunkelelfen weiterhin Schrecken bringen. Und der Taurox entwickelt sich auch meiner Meinung nach echt gut. Echt gut. Und jetzt geht es nämlich wieder hier in die Richtung. Das wird jetzt ein paar Runden dauern, aber wir werden mal die Bewegungsreichweite erhöhen. Dass er einfach noch ein bisschen flinker unterwegs ist. So, Blitzschlag. Ja. Jetzt haben wir beide Armeen schon mit Blitzschlag, das ist super. Die zweite Verbesserung für den Zauber, den mächtigen Zauber, tödlicher Ansturm. Und für dich, was haben wir denn für dich? Du hast die Klinge, du hast das. Das ist wunderbar. Dann nimmst du auch bitte den Durst mit, damit du einfach mehr Leben hast. Dann haben wir uns darum gekümmert. Dann gehen wir wieder zu Khazarak. Und Khazarak, der wird jetzt hier, wir müssen mal eben gucken, Charaktere 1, aber keine Armee? Das wundert mich, oder verwundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Du kommst mal einfach hier rein. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir denn keine Armee hier? Aber das sieht gar nicht so aus, wie es ausschaut. Ha? Die Frage ist halt, wenn wir hier einen Herdenstein reinsetzen, das ist mir nicht genug. Was? Das ist auch nicht genug. Das ist auch nicht genug. Hä? Was soll das denn? Nee, ja. Ritual ausführen. Ritual vollendet. Ja, was denn jetzt? Komisch. Ich war gerade am Überlegen, wo wir hier den Herdenstein reinsetzen, aber irgendwie, wenn ich ihn hier reinsetze, haben wir halt 1, 2, 3, 4. Wenn wir ihn hier reinsetzen, passiert gar nichts. Wenn wir ihn hier reinsetzen, hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist schon besser. Gerade mit den Baumschmusern. Ich mag sie ja. Aber die sind... Also das hier wird halt sehr, sehr heftig. Das wird gar nicht einfach. Ich glaube, dafür ist der Khazarak auch noch nicht bereit. Aber da müssen wir mal schauen.
Oh, Nagarond. Konföderation. Er weiß sie schon nicht mehr anders zu helfen. Sie läuft. Ja, lauf. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Helden aus. Dankeschön. Khazarak, wenn ich jetzt sage, du sollst da angreifen, will ich gerne mal wissen, es ist ein knapper Sieg, wir haben mittlere Verluste. Du bist selbst ein, nee, du bist selbst kein Belagerungsbrecher. Ja, wir haben einen dabei, das ist halt Monsterchen und Monsterchen, ne? Zwei haben wir dabei. Ja, ich hatte es mir schon gedacht, aber okay, wir sind durch. 17.000 kriegen wir. Führerschaft beim Kampf gegen die Menschen. Nice. Wir kriegen Ork-Söldner wieder. Dann wirst du aber erstmal in die versteckte Stellung gehen. Du wirst die Herde verbessern. Die öffentliche Ordnung. Nee, Urinstinkte. Urinstinkte. Und du bitte Bestiensturm. Lass mich mal eben überlegen. Wir bräuchten ja für dich. Ich bin gerade im Überlegen, wie wir es am besten machen mit seiner Streitkraft halt. Ne? Wir bräuchten halt den Verschlag als nächstes. Das werden wir auch direkt mitnehmen. Genauso werden wir auch den Schamanenscheiterhaufen nehmen, damit wir mehr zaubern können. Wir könnten für ihn auch... Ja, aber da könnten wir auch erstmal warten, ne? Damit er hier das verfluchte Labyrinth ausbaut. Und dann schauen wir mal. Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist halt, wie viele Bestigor-Herden nehmen wir mit? Weil das ist ja eigentlich sein Trumpf, ne? Alles ist ein Trumpf, was mit Bestigor-Herden zu tun hat. Die Harpien sind toll, die Harpien sind aber meiner Meinung nach zu schwach. Das ist das einzige Problem, was ich daran sehe. So, du wirst einmal rüberlaufen. Wir werden die Bewegungsgeschwindigkeit nochmal auffüllen. Und dann dürftest du die schwarzen Säulen schon angreifen. Wo niemand drin ist. Und reiß die bitte nieder. Wir kriegen jetzt das Auge von Morsleep. Es ist ein Zygor. Das ist natürlich auch sehr, sehr mächtig. Dann darfst du hier eben kurz dein Lager aufschlagen und dich regenerieren. So. Mal eben kurz gecheckt. Chance auf magische Gegenstände, Chaos-Korruption braucht man nicht unbedingt. Lohnt sich nicht. Horden-Rekrutierungskapazität lohnt sich nicht. Erfolg-Chance auf den Hinterhalt 10%. Das klingt jetzt eine Menge, aber es sind 3 Punkte. Das finde ich jetzt nicht so toll. Die Kinder des Chaos sind nett, aber dafür müssten wir zu viele Punkte hier investieren. Die 4 Punkte, die können wir auch anderweitig investieren. Du nimmst mal bitte gewaltiger Hauer mit, damit du jetzt selbst noch ein Kommandant wirst, der wirklich böse, böse draufhaut. Das ist jetzt unser Ziel noch mit Taurox. Wir werden jetzt gleich den gelben Baum anvisieren, damit er dann auf jeden Fall, ja, also richtig, eine richtige wilde Bestie wird. Gut. Hier mal eben kurz drüber geguckt. Jetzt haben wir das leider schon abgerissen hier, ne? Das sind 8, 6, 8, 8. Oh, da ist ja jemand Neues. Das sind doch die... Ja. Ja. Okay. Müssen wir mal gucken. Wie sieht unsere Randale aus? Die Randale sieht sehr gut aus. Oh Mensch, ich vergesse die Zeit. Meine werten Ladies and Gentlemen, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.